Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Wer denkt sich eigentlich diese langen Namen aus? Ich weiß es nicht. Ich habe diesmal den guten Captain Todbart am Start für euch. Ist ein neuer Zombie-Charakter. Wir gehen so ein bisschen näher drauf ein, was er so kann. Und ich lese euch erstmal seine Charakterbeschreibung vor. Gut zuhören, ich blende euch das Ohr und dann könnt ihr selber mitlesen. Lass dich von seinem verkrusteten Erscheinungsbild nicht täuschen. Dieser holzbeinige Captain hat einige Tricks auf Lager. Seine Waffe ist auf lange Distanz extrem präzise und aus kurzer Entfernung wahnsinnig wuchtig. Den letzten Teil lese ich nicht vor. Auch von dem sieht man einiges im Gameplay. Allerdings eine Fähigkeit habe ich nicht gesehen. Vielleicht habt ihr die ja vielleicht entdeckt. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und zwar den Kumpelpapagei auf der Nummer 1. Fähigkeit Nummer 1, Kumpelpapagei. Da habe ich nichts gesehen, was das sein könnte, wie das funktioniert und so weiter. Da kann ich nur mutmaßen, es sei denn, ich habe es wirklich übersehen. Aber wo er aktiv gespielt wird, setzt er nur den Fassknaller ein. Und am Ende von dem Gameplay, was man gesehen hat auf der E3 von EA, was sie da schon hochgeladen haben, sieht man auch nochmal den Kanonenrodeo so passiv, wenn du unterwegs bist mit dem Z-Mac. Ja, Kumpelpapagei, was könnte das sein? Du hast halt einen Papagei als Pirat, ist es klar. Der Papagei hat auch ein eigenes Sniper, wenn man ganz genau hinsieht. Beziehungsweise ein eigenes kleines Gewehr. Dann hat er noch irgendwas am Fuß, könnte wie so eine Fassbombe sein, sowas ähnliches vielleicht. Ich weiß nicht, wie könnte man den Papagei einsetzen? Man könnte ihn natürlich auf jemanden hetzen, dass er den vielleicht abknallt selber. Auf jemanden zielen lassen, dass er den, dass er drauf geht, den vielleicht ablenkt oder sowas. In die Luft schmeißt, etc. etc. Ich weiß nicht genau, was mit dem Kumpelpapagei gemeint ist, also was man da machen kann. Ich habe keine Ahnung. Fähigkeit Nummer 2 ist der Fassknaller, die sieht man aktiv im Gameplay, wo er sich Solid Snake mäßig in ein Fass reinwirft und dort dann in die Menschenmenge, in die Pflanzenmenge besser gesagt, reingeht und dann das Fass explodieren lässt. Ja, ey, das ist eine coole Fähigkeit auf engen Maps, ja, wenn viele irgendwo sich zusammenrotten. Gut auch für den Modus Garten versus Friedhöfe, wenn du natürlich die Gärten, mein Gott, da bist du neu in dem Land. Wenn du die Gärten einnehmen willst und dann da reingehst, ja, wenn die sich da verschottet haben, viele vielleicht Walnusshügel oder sonst was gemacht haben, kannst du da schnell mit dem Fassknall rein, zack, explodiert alles, du räumst den Weg frei, die Leute stürmen nach, deine Homies gehen rein und zack, habt ihr den Garten eingenommen. Könnte man einsetzen, ja. Dann haben wir noch den Kanonen, oder das Kanonenrodeo, besser gesagt, und zwar ist das Ganze, wie man sich auch schon denken kann bei dem Bild, was man da bei den Fähigkeiten sieht, dass du ein stationäres Kanonengeschütz aufbaust, so ähnlich wie das MG von den Erbsen. Ja, das ist stationär, also ihr pflanzt es in den Boden sozusagen oder rammt es in den Boden als Zombie und dann sitzt Captain Todbart auf der Kanone und ihr könnt ein bisschen durch die Gegend ballern. Ne? Das ist es einfach. Aber der Kumpelpapagei, ich weiß nicht, was das ist. Ansonsten hat der Captain Todbart 100 Lebenspunkte, ist also nicht so viel, ja. Bei weitem nicht so viel, der, soweit ich gesehen habe, Super Brains, der dritte neue Charakter. Oder, ja, einer von den drei neuen. Das ist ja dieser Superheld, der hat 200, ja. Und der Captain Todbart hat 100 halt, geht eher auf Distanz. Allerdings sieht man auch, dass er sich wehren kann im Nahkampf, ja. Ist allerdings ein kleiner Bastard, der auch mal aus dem Hinterhalt raufballern kann. Finde ich eine coole Figur. Das Design ist super, super geil. Und ich will echt wissen, vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Kann natürlich sein. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, was mit dem Kumpelpapagei ist. Alleine, dass du einen Papagei dabei hast. Ey, das ist wie bei mir. Ey. Ich liebe auch meinen Papagei, den ich habe. Es wäre super cool, wenn ich den auch dressieren könnte, auf jemanden hetzen kann. Aber das ist, glaube ich, verboten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich dieses Design, wie gesagt, habe ich schon gesagt, aber ich muss es wiederholen. Es ist super geil, ich finde allgemein das sehr cool, dass sie jetzt noch mehr diese Side-Sprünge reinnehmen. Das haben sie ja vorher beim ersten Teil auch schon gemacht. Plötzlich hast du die Zukunftskaktee oder wie hieß die? Die dann plötzlich Laser schießt oder die Plasma-Erbse oder dann als Gegenteil die Wildwest. Kaktier oder sonst was, diese Zeitebenen, ich finde es ganz geil, dass du da
ja, Piraten mit reinbringst, allerdings auch auf der anderen Seite Max und so weiter. Das ist super, super geil. Auch bei den Pflanzen, ja, eine der neuen Pflanzen, die Zitronen, also diese Orange, die ist ja auch aus der Zukunft. Ja, die hat auch einen Laser oder fliegt da durch die Luft wie so eine Untertasse. Ist einfach geil. Ich freue mich extrem auf dieses Spiel. Und wie gesagt, es kommt ja Anfang nächsten Jahres raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Vielleicht, ey, wenn ich Kumpel-Papagei übersehen habe, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr denkt. Die anderen beiden hat man gesehen. Kumpel-Papagei ist mir dann entweder entgangen oder die haben es nicht gezeigt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall auch. Ansonsten war es das erstmal für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.